Hi, Bene, grüß dich. Lüdi, grüß dich. Auf dem Rodel-Rodeo hier. Ja, schon, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Weißt du es? Du, ich auch nicht. Aber wo ist denn Toni überhaupt? Ich weiß nicht. Sollte der nicht auch da sein? Na, sonst ist der immer überpünktlich. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Schauen wir doch mal, die ist sogar von Toni. Ach, klar. Guten Morgen, ihr Rodelassen. Ja, guten Morgen. Willkommen an der Rodelbahn in Ilmenau. Leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil ich hier noch den Schlitten fertig bauen muss für die kommende Saison. Aber ich wünsche euch viel Spaß beim Rodel-Rodeo. In zwei Disziplinen ermitteln wir den Rodel-Rodeo-King. Okay. Kommen wir zu Disziplin 1. Zeitfahren. Ihr sollt die Bahn in exakt 30 Sekunden herunterfahren. Wer dichter dran ist, gewinnt. Was für eine schräge Nummer. Aber irgendwie mal was anderes, oder? Na, dann rein in die Rodelklamotten und rauf auf die Bahn. Na los, auf geht's. Was für ein wilder Ritt. Ich glaube, so eine Linie bin ich hier noch nie runtergefahren. Aber wir hatten jetzt eigentlich gewonnen? Na, das ist eine gute Frage. Ich habe 29,5 Sekunden gebraucht und du 32. Oh, ich war mir sicher, dass ich näher dran war. Doch, knapp verzählt. Aber Glück und Späne zu Nummer 1. Dankeschön, dankeschön. Wie geht's denn jetzt weiter? Ich weiß nicht, vielleicht weiß es aber Toni. Dann kommen wir jetzt zu Disziplin 2, Tempokontrolle. Jetzt dürft ihr endlich wieder mit Vollgas die Strecke runterrasen. Aber nicht einfach so. Ihr bekommt einen Becher mit Wasser. Und das Ziel ist es, so schnell wie möglich ins Ziel zu fahren, dabei aber so wenig Wasser wie möglich zu verschütten. Alles verstanden? Dann los! Sascha, was los? Du bist ja klitschnass. Da kann ja nichts mehr im Becher sein. Ja, warte mal ab. Und? Ja, ich würde sagen, Nummer 2 geht an mich. Ah, ich gratuliere dir. Danke, danke. Und wer hat jetzt eigentlich insgesamt gewonnen? Also, ich würde sagen, Ilmenau hat gewonnen. Ah.